Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zum Königreich Gottes. Nicht nur hier in Italien, sondern wir sind auch schon teilweise im Heiligen Land. Ich muss tatsächlich noch mindestens diese drei Gebiete hier nehmen. Hier ist übrigens auch Jerusalem. Also die muss ich auf jeden Fall noch nehmen von den Mamas. Ansonsten ist es nicht möglich, dass wir hier irgendetwas machen. Ich habe auch nachgeforscht. Es ist nicht möglich, wohl die Ritter wieder herzuholen. Wahrscheinlich auch schon deswegen, weil wir im Zeitalter des Absolutismus bereits sind. Wir sind einfach das kleine bisschen zu spät dran. Ich habe noch diese letzte Hoffnung, dass das jetzt vielleicht geht. Aber selbst das könnte sein, ja, dass wir schlicht und ergreifend einfach zu spät dran sind. Nur im Zeitalter der Entdeckung und im Zeitalter der Reformation sind sozusagen die Grenzen, wo man das hätte machen können. Wir sind einfach zu langsam gewesen. Schade, aber ist keine Katastrophe, sage ich jetzt mal. Für uns ist das Spiel das nur eine untergeordnete Rolle. Ich hole hier auf jeden Fall nochmal Einheiten rein und dann machen wir jetzt einfach mal weiter. Übrigens, was mich auf bringt, ist die Tatsache, schaut euch das mal an, wie Kastilien hier gerade eben zerlegt wird. Und sie scheinen das weitgehend alleine zu kämpfen, denn keiner der Verbündeten hilft ihnen. Ja, das ist jetzt ein echtes Problem für die Jungs. Krieg geht wahrscheinlich auch schon zu lange, sodass wir nicht mehr eingreifen können. Auf der anderen Seite bin ich ganz froh, dass ich jetzt hier nicht mitmachen muss. Ja gut, ist halt so. Kannst du nichts dagegen machen. So, dala. Meine Schiffe schippern hier immer noch rum. Wir sind immer noch am Koren. Und gleichzeitig auch hier am Konvertieren. Oh, da gibt es wieder mal eine Revolte. Okay, das ist mal interessant hier direkt an der Stelle. Was mache ich? Meine Schiffe. Warum ist da eine Karavelle drin? Ich weiß es nicht. So. Ihr müsst jetzt erstmal dahin segeln. Und ich packe da jetzt einfach mal, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, die meisten raus, so 12 und 2 Kavallerie und so 6 Kanonen. Und mit denen werden wir jetzt einfach die Problematik dort lösen. Zum Glück ist da eine Festung, das heißt, ich kann die einfach drauf segeln. Okay, immerhin haben wir jetzt auch hier schon richtig fett Machtprojektion. Ein neuer Papst ist da. Wir haben hier diese Schlacht bereits gewonnen. Das ist gut. Das heißt, wir können euch gleich wieder zurücksegeln. Ich bräuchte jetzt dringend mehr Transportschiffe. Habe ich jetzt schon für mich so festgelegt. Haben die die mitgenommen? Die haben sie mitgenommen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie sieht es hier eigentlich aus? 61,2 Armeetradition. Könnte besser sein, aber leben wir mal damit. So, da. Will ich eigentlich das da noch? Ja gut, das reduziert immer noch meinen Absolutismus so ein klein wenig. Auf der anderen Seite, 5% mehr Moral finde ich halt echt gut. Ich finde, was ich nicht gut finde, ist, dass das hier immer noch nicht funktioniert. Da sind wir immer noch gut dabei. Hier nicht. Immer noch das am Laufen. Das Problem ist halt, wenn das jetzt hier nicht klappt, dann kann ich da halt gar nichts mehr machen, ne? So, jede Provinz im, das hier könnten wir immer noch machen, dass jede Provinz im Heiligen Römischen Reich katholisch sein muss. Da werden, würden wir aber auch richtig übel wüten, sage ich euch mal. Da weiß ich momentan noch nicht, ob ich das machen will. Eigentlich möchte ich als allererstes die Mamas hier angreifen. Die sind, die haben da, Moment, ich schaue mal gerade eben ihre Kampfkraft. Die ist sehr überschaubar. Sind wir mal ehrlich, ihre Kampfkraft ist äußerst überschaubar. Und deswegen möchte ich das eigentlich ganz, ganz gerne ausgenutzt haben auf lange Sicht. So, was mache ich jetzt mit dieser Flotte? Ich weiß es nicht. Ich schicke den jetzt hier mal nach Rom. Nächste Technologie. Jawohl, die Militech ist wieder da. Ausgezeichnet. Zack, die Buff. Und wir kommen jetzt hier auf die schnelle schwedische Kavallerie. Ne, das hatten wir schon. Sturminfanterie. Ne, Mauritius-Infanterie. Und bei der Arti die Lederkanone. Genau, das habe ich jetzt mal einstellen wollen. So, dala. Hier in Italien könnte ich eigentlich auch noch Dinge tun.
wie ich gerade eben sehe. Ne? Ich könnte in Italien auch noch die restlichen Gebiete wie Mantua erobern. Was? Zu hohe Steuern. Und für wie lang? Das steht halt nicht dran. Dann nehme ich lieber das, dann bekommen die lieber ein bisschen Autonomie. Das bauen wir innerhalb kürzester Zeit wieder ab. Das bisschen Autonomie. So, meine Soldaten sind jetzt hier oben. Mantua, hier ist... Ja, Mantua greift jetzt hier irgendwas an. Die sind verbündet mit Würzburg, Lüttich, Landshut und Stettin. Ich warte jetzt noch, bis jetzt hier die Sache mit dem Heiligen Land durch ist. Ne? Ich habe ja auch schon zu viel Manpower verloren. Da muss ich jetzt natürlich auch ein bisschen dran denken. Aber gleich ist ja auch die Konvertierung durch und damit senkt sich ja auch so ein bisschen das Revoltenrisiko. Boah, und die Korruption ist inzwischen schon echt Brutalinski geworden. Und der letzte. Na also, jetzt muss ich nur noch zu Ende kuren. Okay. Irgendwas in China. Da ist ein Reissack umgefallen, Entschuldigung. Ist für mich tatsächlich aber quasi vergleichbar. So, wir können jetzt hier immer noch nicht Modena. Oh, das dauert echt noch lange in Modena. Ich schaue hier gerade eben nochmal, ob ich da noch das eine oder andere tun kann. Regierungslimit, nee, alles in Ordnung hier. Akt zum Ablasshandel. Nee, das will ich nicht. Gleich können wir das da machen. Wir haben gerade eben einen Papst, der halt volle Kanne auf Militär geht. An und für sich finde ich das gar nicht schlecht, sehr krass auf Militär zu gehen. Weil Geld machen wir eigentlich wahrlich genug. Wir haben vor, im Heiligen Römischen Reich auf jeden Fall den Katholizismus zu verbreiten. Oh, wie schön. Österreich führt mal wieder Krieg gegen Landshut und Pfalz und Mantua. Mantua? Okay, warte mal. Da kann ich was tun. Hat Mantua jetzt mitgemacht? Nein. Aber ich kann jetzt hier schon mal da draufklicken. Und mit D sagen, dass das hier für mich sehr, sehr wichtige Länder, dass das für mich ein sehr, sehr wichtiges Land ist. Ah, nee, geht wiederum nicht. Also Mantua macht nicht mit. Deswegen ist der Krieg für mich wieder relativ irrelevant geworden. Die wissen halt, dass ich da rumstehe. Deswegen haben die gesagt, nö, bin doch nicht bescheuert. Der Papst steht da schon mit seinen Truppen. Ja, nachvollziehbar. Ein Emporium. Das könnte man auch mal ausbauen bei Gelegenheit. Aber halt nicht im Krieg. Ich halte mich jetzt erstmal hier bei diesem Krieg noch weitgehend zurück. So, finally haben wir endlich... Oh, gleich zwei Sachen. Cool. So, dann gucken wir mal, was wir uns holen können. Es wäre tatsächlich wieder eine militärische Möglichkeit. Und ich habe ja schon gesagt, dass ich die Offensivideen sehr, sehr interessant finden würde. Qualitätsideen, wissen wir, sind auch alle kein Fehler. Aber ich gehe jetzt hier auf die Offensivideen, weil sie die Generäle besser machen. Außerdem bekomme ich mehr Prestige durch Landschlachten. Ich bekomme am Ende... der Würfel ist gefallen. Offensivideen. Wir müssen ja auch offensiv werden. So. Ja, die Sache mit Mantua ist immer noch sehr, sehr problematisch. Kann ich denen jetzt hier trotzdem irgendwie den Krieg erklären? Da würde halt echt nur Lüttich mitmachen. Ganz im Ernst. Wie kann ich da verlieren? So, jetzt gucken sie blöd, ne? Jetzt gucken sie blöd. Ich nehme jetzt ihre Stadt ein. Sie versuchen es zwar auch, aber sie haben überhaupt keine Chance. So, hier muss ich immer noch bleiben. Eine Armeekarriere. Mit dem Wachstum unserer Berufsarmee entsteht auch eine neue Karrierechance für diejenigen mit Fähigkeiten und Ehrgeiz. Die alten Adligen erwarten allerdings weiterhin, mit dem wertvollsten Provisionen belohnt zu werden, worauf ich pfeife. Nur aufgrund von Traditionen in den Jahrhunderten, in denen die Vorfahren Papsttum treu gedient haben. Einige unserer höheren Offiziere bitten uns nun, mehr Chancen für fähige Männer zu öffnen, um im Rang zu steigen. Wobei andere
dies heftig ablehnen und behaupten, dass es Qualitäten gibt, die nur durch Blut sichergestellt werden könnte. Ja, Inzucht zum Beispiel. Tatsächlich, kleiner Funfact am Rande, war das auch das größte Karrierehindernis, zum Beispiel für Napoleon Bonaparte. Jetzt könnte man argumentieren, dass es vielleicht Europa besser ergangen wäre, wenn es ihn nie gegeben hätte. Aber tatsächlich war das damals halt einfach so, dass ja ein fähiger Kommandant einfach nicht im Rang aufsteigen konnte, wenn er nicht adelig war. Und das heißt, du hast manchmal einfach wirklich die größten Vollhongs am Start gehabt. Wir müssen die alten Traditionen unserer Offizierskorps schützen, dann bekomme ich mehr Armeetradition. Oder ich bekomme mehr Armeeprofessionalität. Nee, ich möchte mehr Armeetradition haben. Wir bleiben tatsächlich klassisch. So, hier wird wieder bald Blut fließen. Wir sehen, Österreich ist hier mit richtig Truppen am Start. Bin gespannt, wie lange das jetzt hier dauern kann. Guckt euch das mal an. Aragon ist nicht mehr Juniorpartner. Italien liegt vor mir. Ich muss mal ganz schnell mit meiner zweiten Armee nach Hause. Und das meine ich ernst. Ne, wir machen das jetzt hier per Schiff, ganz im Ernst. Wobei auf der anderen Seite, ja, die können auch laufen. Was soll's, kommen? Die sollen einfach ganz kurz da durchlaufen. Ich muss das hier sowieso erst kurz belagern. Aber ich sehe eine realistische Chance, mir ganz Italien zu sichern. Das ist extrem gut. Österreich hat schon mit dem ersten Frieden geschlossen. So, jetzt gucke ich mal gerade eben bei meinen Verbündeten Polen. Da habe ich unfassbar viel von allem. Aber ich kann hier nichts machen. Warum nicht? Ach, Polen befindet sich auch im Krieg und zwar gegen Glogau. Wo ist denn das Glogau? Ach da, das kleine Ding da. Okay, interessant. Jetzt besetzen wir einfach hier endgültig Mantua. Keine Ahnung, was ist hier passiert. Wird sich zeigen. So, Mantua ist besetzt. Jetzt schlage ich die mantuesische Armee. Das ist schlecht für sie. Das war sogar ein Stackwipe. Kann ich das zurückerobern? Tatsache. Aber das kann mir eigentlich egal sein. Wer ist denn eigentlich noch Feind? Ich muss gerade mal überlegen. Wer kämpft damit? Lüttich. Lüttich. Da sind sie, ja. Ja, komm, dann muss ich nach Lüttich laufen. Führt kein Weg dran vorbei. Dann werde ich als nächstes tatsächlich Aragon angreifen. Oh, jetzt hört doch mal auf, mir ständig eine Stabi klauen zu wollen. So, das ist halt lustig. Die haben das jetzt hier halt genommen, ne? Wäre witzig, wenn ich das jetzt hier einfach so gewinnen könnte. Na gut, erstmal Lüttich belagern und dann rausnehmen und dann weitermachen. Meine andere Armee ist jetzt auch schon in Bella Italia angekommen. Warum habe ich da jetzt schon wieder zwei Festungen direkt nebeneinander? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ich mache das da raus mit der Festung. Die ist viel zu teuer. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. So. Ja, Österreich nimmt jetzt hier einen nach dem anderen raus, das ist klar. Wir verbessern jetzt hier erstmal unsere Nahkampffähigkeiten mit unseren Anführern. Und werden Lüttich jetzt dann rausknipsen. Jetzt muss ich auch noch meine Flotte noch rüberholen. Das habe ich völlig vergessen. Die werde ich nämlich brauchen, um hier nach Sizilien rüberzusetzen. Habe ich eigentlich jetzt irgendwie einen Waffenstillstand mit denen? Nee, habe ich nicht. Das ist total toll. Ach, gucke mal, wer da ist. Lüttich ist da. Wie niedlich.
Das sind aber sehr, sehr seltsame, so Kleinstmächte, ne, die da gerade eben am Start sind. So, der nächste bitte. Und jetzt muss ich halt das hier nochmal koren. Aber die Gebiete gehören jetzt immerhin schon mal uns. So. Und hier drüben dauert es noch ein bisschen. Irgendwie kümmert sich niemand um Landshut. Na, ja, jetzt wird es wohl langsam aber sicher passieren. Aber das war die Gelegenheit, um es hier einfach mal loszuschlagen und sich die Reste von Italien zu holen. Lüttich nehme ich dann auf jeden Fall raus und werde sie konvertieren. Das sind die besten Gelegenheiten, sage ich euch. Prestige brauche ich nicht. Ich nehme das da. Das sah doch schon mal gut aus. Papsteinfluss, Kosten für Stabilität reduziert. Bis zu 167.000 Mann können wir theoretisch haben. Na gut, wir sind jetzt im Zeitalter des Absolutismus, ne? Ein bedeutsamer Mann ist in unseren Diensten gestorben. Schade. Was nehmen wir denn? Produktionseffizienz. Produktion ist bei mir das zweitwichtigste. Und der kostet nicht so viel. Also rein mit ihm. So, 9, 9, 12. So, Lüttich ist belagert. Jetzt mache ich meine Männer erstmal auf wieder zurück nach Italien. Damit ich hier nicht irgendwie hängen bleibe, ne? So, reden wir mal. Ja, jetzt bin ich exiliert. Das ist okay. So, ich möchte ganz, ganz gerne die Religion erzwingen. Kriegsreparationen. Plünderung der Hauptstadt. Und Geld. Außerdem vielleicht noch irgendwie das hier beenden. Genau, zack, zack, zack. Dann haben wir das geschafft. Und euch schlucken wir einfach. Sobald ich es darf. So, Mantua wird Teil von uns. So, muss ich das überhaupt nicht koren? Doch, ich muss es koren. Da ist es doch. Es dauert halt ein bisschen. Ich kann es vorher sogar noch konvertieren. So, jetzt kommt der große Moment. Die haben jetzt schon mit der Provence ein Bündnis. Das ist mir aber egal. Ich glaube nicht, dass die eine Chance haben werden. Moment, Moment. Was ist da jetzt schon wieder los? Ich nehme Prestige. Halt jetzt, mein Gott, Spiel. Ja, dann verliere ich halt 5 Prestige. Ist mir egal. Ist wieder einer der Charaktere von uns gestorben. Ach, den habe ich doch gerade eben gekriegt. Ey, oh ja, das war die Entscheidung, die ich getroffen habe. Und die war nicht gut. Die war nicht gut. Ja, das war mal ein Reinfall. Aber das Spiel ist da schon echt arschig, ne? Drückt dir dann so eine Entscheidung rein. So, jetzt haben wir 7 Absolutismus. Das kann besser sein. So, Krieg erklären. Messina soll's sein. Das Problem ist, keiner will mitmachen. Die sind alle irgendwie verschuldet. Was doof ist. Kann ich einfach nicht die Schulden von Österreich übernehmen? Schulden übernehmen. So, gucken wir mal, ob das jetzt geht, ob das gereicht hat. Ja, Österreich macht jetzt mit. Da können sie mir auch schön dankbar dafür sein. Meine Männer kommen auch gerade eben schon an und marschieren hier direkt da drauf, würde ich sagen. So. Ist ja nur die Provence, ne? Das war der erste Streich. Moment. Pause. So. Das wird leicht, hier das zu holen. Kriegsgut gegen Großbritannien ist weg. Was? Dacke-Aufstand beendet. Was sind Dacke? Ich weiß es nicht. So,
warte ich auf das da und danach werde ich mal ein Toba machen, aber die müssen sowieso erstmal zu Ende konvertieren. Jetzt ist der Krieg mit Landshut vorbei. Perfekto. Der war noch gar nicht um. So, Messina ist auch schon belagert. Jetzt halbiere ich meine Truppen. Ein Teil von euch geht dahin, der andere Teil geht dahin. So. Ich werde da noch einige Truppen brauchen. Gehen wir mit der Geschwindigkeit um 1 runter im Krieg. Ist manchmal einfach angenehmer. Österreich macht für mich jetzt hier schon quasi den Teil von Aragon. So, wir haben Palermo besetzt. Das ist gut. Dann gehe ich jetzt da noch mit hin und da noch hin. Halt! Nein, ich muss das hier noch zu Ende machen. Oh Mann. Das war schlecht. Bis dahin. Ich bin viel zu hektisch gerade eben, ich merke schon. Ich bin das noch gewöhnt von meinem Byzanz-Run, wo alles immer so schnell und hektisch und was weiß ich was gehen musste. Das ist genau das Problem, was ich gerade habe. So, ihr segelt dahin, damit ihr mich nachher nicht trollt. Habe ich vor, jetzt ihre Flotte auseinanderzunehmen. Außerdem, durch die Blockade kann ich noch besser belagern. So, zerstört. Und damit sind die weg. Jetzt muss ich das hier noch besetzen. Wo sind denn meine Transportschiffilis? Da sind sie. So, das ist nämlich jetzt hier der nächste Streich. Holen wir die Truppen mal ab. Dann machen wir es halt so. Kann ich meine Truppen direkt einfach nach Korsika klatschen. Ihr marschiert da durch. Da halbiere ich die Armee und kann gleich da drauf marschieren. So, ich habe den Eindruck, dass die Sache jetzt hier für Aragon so langsam aber sicher zu Ende geht. Mhm. Ach, ich liebe es einfach, das Mittelmeer zu dominieren. Ich sag's euch, das ist einfach so cool. Ihr kommt jetzt hierher. Die will ich da noch hinpacken. So, ihr geht hier zusammen hin. Jetzt haben wir schon 47%. Ich muss dann auch 183 Punkte hier aufbauen. Meine Güte. Ist auch so ein kleiner Hansel noch mit drauf. Die haben ihre Truppen halt vollständig verteilt gehabt, ne? So, Österreich hat es das hier eingenommen und geht jetzt. Okay. Alles klar. Da kann man nur sagen und danke fürs Gespräch. So, wir haben jetzt übrigens schon 7000 Gold. Besteht eine realistische Chance, dass wir das demnächst nutzen können. So, Baugeschwindigkeit Regimenter ist jetzt für uns nicht ganz so relevant. Aber du kannst jetzt schon mal dahin gebracht werden. Warum will der da nicht rangehen? Das geht doch viel schneller. Okay. Erstmal zusammenlegen und jetzt sage ich mal, dass ihr dahin gebracht werdet. Wir machen das jetzt hier Stück für Stück. Also Kastilien, mein treuer Verbündeter, ist auf jeden Fall jetzt hier überraschend schwach geworden. So, meine Männer gehen hier von Bord. Brauchen dafür gefühlt 1000 Jahre.
da sind sie. Dann hau ich die 4000. Ey, die haben wirklich komplett verteilte Truppen. Ich habe die eiskalt erwischt, ne? Die hatten keine Möglichkeit, sich, glaube ich, vorzubereiten. Die hatten keine Chance, sich vorzubereiten. So, du bringst die... Ihr werdet dahin gebracht. Ach nee, da gehen noch welche von Bord. Ja gut, das ist jetzt nicht mehr so wichtig. So, ich bringe jetzt mal das Schiff darüber. Und dann holen wir uns hier direkt Valencia. Auch wenn es eine Weile dauert. Die Provence möchte gerne Frieden. Ich habe das aber momentan nicht vor zu gewähren. Bestimmt nicht. Was macht denn Österreich eigentlich bei der ganzen Aktion? Ich weiß es nicht. Ach, die bekämpft Aragorn hier auf dem Land. Ja, das ist okay. Irgendwie habe ich es fertiggebracht, dummerweise erst die kleine Armee dahin zu bringen. Und deswegen kann die da nicht sinnvoll belagern. Das war natürlich jetzt auch wieder hier ungünstig. Naja, jetzt sind sie endlich drüben. So, und bald habe ich auch genügend Punkte, um Mantua zu koren. Verschlechterte Beziehungsverbesserung wegen inkompetenter Diplomatie. Aber alles halb so wild. Gehen wir mit der Geschwindigkeit wieder um 1 hoch. So, in der Zwischenzeit ist Österreich mit ein paar Truppen tatsächlich hier und hilft. Das gefällt mir sehr. Nein, ihr dürft nicht raus. Ich habe tatsächlich vor, mir das hier eigentlich noch irgendwie zu holen, wenn möglich. Aber ich muss mir das genau am Ende des Krieges anschauen, wie ich das machen will. Weil ich brauche auf jeden Fall ganz Sizilien, das ist, glaube ich, klar. Die erste Weltumsegelung wurde durchgeführt von den Briten. Ja gut, wir wissen ja, die können das. So, ihr marschiert hier weiter. Ich ignoriere das. Na? Okay, das geht so nicht. Ich muss warten, bis sie das gemacht haben. Dann wird es halt ein 100% Win. Zumindest weitgehend. Ich will definitiv keinen Stabilitätseinbruch erleben. So, wir koren. Wichtig. Und dann schicke ich jetzt hier meine Truppen erstmal wieder nach Hause. Die Frage ist, ob ich das da oben noch holen muss. Ich sage nein. Schauen wir uns jetzt mal einfach die Situation an, sobald meine Truppen aus dem Land raus sind. Ich will sie ja hier nicht stranden sehen. Frieden verhandeln. Warte mal, Provence. Seid ihr schon katholisch? Nee, sind sie nicht. Was kostet mich denn das da? Zu viel. Das ist scheiß teuer. Kriegsreparation, Handel übertragen und jede Menge Geld. Die
Die Provence hole ich mir ein andermal. Die ist momentan nicht das Wichtige. So, wichtig ist Aragon. Und da habe ich jetzt, glaube ich, eine verdammt gute Chance, sehr viel noch rauszuholen am Ende dieser Folge. Also gut, schauen wir uns mal an, was das hier kosten würde. 14, 26, 53. Ja, das interessiert aber nur die, die mich nicht interessieren. Und was ist, wenn ich alles nehme? Das geht gar nicht von den Kriegspunktkosten. Das geht gar nicht. Dann muss ich das hier ein andermal noch machen. Aber ich habe einen direkten Zugriff hier. Dann soll es das hier werden. Kriegsreparation noch oben drauf. Geld, dass sie pleite gehen. So. Ja, und damit haben wir mal wieder unser Land vergrößert, meine lieben Freunde. Ich kore hier gleich wieder was. Und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Sag bis zum nächsten Mal schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss und Ade.